Also im Grunde genommen bin ich über das Internet auf Dental Prime aufmerksam geworden, habe dann auch im Freundeskreis jemanden kennengelernt, der schon eine fertige Lösung hatte, die mich sehr begeistert hat. Und das war am Ende eigentlich dann so die Entscheidung für mich, dass ich hierher komme. Und das war auch eine gute Entscheidung. Freundeskreis heißt, aus meinem Freundeskreis war jemand hier bei Dental Prime, hat sich behandeln lassen. Und als er dann zurückkam und ich gesehen habe, wie toll das war, habe ich gesagt, okay, das möchte ich auch. Ich bin als ein absoluter Angstpatient hier nach Warna angereist. Die Ängste sind mir schon beim ersten Mal total genommen worden. Es ist sehr familiär, es ist vor allen Dingen sehr professionell. Eine unglaublich gute Diagnostik. Man wird gut begleitet, man wird gut beraten, man weiß von Anfang an bis zum Ende, wo die Reise hingeht, und das Ergebnis spricht für sich. Man kommt hier rein, jeder ist immer freundlich, jeder ist immer toll, die Ärzte, die Ärztinnen sind sensationell, und ja, und man kommt, am Ende kommt man gerne hierher. Also ich muss sagen, ich bin so befreit. Das war für mich nicht nur eine Reise für die Zähne, sondern auch eine Reise für mich. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich für Dental Prime entschieden habe. Viele Ärzte sprechen hier ein sehr gutes Deutsch. Ich denke, das ist auch in der eigenen Muttersprache, gerade wenn man Angstpatient ist, dann halt zu kommunizieren, ist sicherlich sehr positiv auch, was sich positiv auswirkt. Aber es ist einfach diese Fachlichkeit, also die Fachlichkeit, die man von Anfang an merkt, egal ob das ganz junge Ärzte sind oder eben halt auch die Ärzte, die schon über viele Jahre hier in der praktizieren. Also man spürt ganz einfach diese Kompetenz. Man merkt es auch bei der Behandlung. Es wird immer wieder geprüft, es wird sehr, sehr sauber gearbeitet. Und das merkt man als Patient. Und das ist am Ende auch etwas, was einen sehr beruhigt. Man weiß, man ist in guten Händen von Anfang bis Ende. Und ich glaube, das ist auch genau das, was dann am Ende auch die Angst nimmt. Ja.